Besser ist er. Berner TV. Damit du weißt, was Bescheid ist. Sag ich doch. Schönen Gruß, Holgi. Deine Kneipe wird 50 und du bist schon über 70. Das finde ich geil, dass wir weitermachen. Weil sonst gibt das ja nichts mehr in Schleswig-Holstein, was Spaß macht. Mein Wohnzimmer, der Club 68 damals. Mein Wohnzimmer. Das, was er immer gesagt hat, war sein Standardspruch. Na, wie sieht's aus? Alles klar, wissen Kaffee. Das war das Ding, das hat er immer gesagt. Das habe ich jetzt hier mal festgehalten für ihn, damit er das auf ewig festgehalten hat. Das ist auch ein Ausschnitt aus dem neuen Werner-Buch. Bis auf das letzte Bild, das habe ich dazu gemacht. Hier, mit ohne Kugel dran, ist auch verboten. Der Schimpf der TÜV denn wieder. Aber ich will das nicht, weil das Original Horex, die alten schönen Griffe. Und hier Ölfußschrauben gedreht, selbst gedreht von Ölfuß, ne? Wieso ist das nicht original? Ist das kein ABE, ne? Holgi und sein Club. Du hast eine geile Kneipe in Kiel und das ist gut so. Und ein guter Mensch ist Holgi auch. Also ein guter Mensch ist er ja auch noch. Hat ja die armen Künstler früher gefördert alle. Hat sich für alle eingesetzt. Durften bei ihm im Kartoffelkeller schlafen. Und das fand ich auch gut. Liebe Holgi, weil ich immer in deinem Wohnzimmer gewohnt habe früher und weil wir zusammen das Ding durchgezogen haben, wünsche ich dir alles Gute zum 50. Jubiläum deiner wunderbaren Institution. Holgi, wenn wir auch Kontrahenten sind, wünsche ich dir trotzdem alles Gute. Leute, es kesselt wieder. Werner-Renn.de.